Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Eine kleine Info vorab, wenn ihr irgendwelche komischen Schnitte in diesem Video finden werdet, die Kamera hat so einen ganz kleinen Hauwerk momentan, die geht manchmal einfach aus und dann wieder an. Manchmal geht die auch an, obwohl sie eigentlich aus sein sollte, zum Beispiel nachts, macht dann so ein nettes Tüdelü-Geräusch, ich werde davon wach und ich nehme letztendlich dann den Akku raus, damit ich eben in der Nacht schlafen kann. Das heißt, die muss in naher Zukunft nochmal in Reparatur, aufnehmen tut sie noch. Aber dieser Wackelkontakt muss irgendwie in den Griff bekommen werden und das werde ich dann bald einmal angehen. Ja, der Aufhänger des heutigen Videos ist der, dass ich ja gesagt habe, dass jetzt im Herbst zwei meiner Pferde in den Stall ziehen sollen und zur Ausbildung reinkommen sollen. Das sind Nori und Flip, die sind jetzt beide 4 bzw. 4,5 Jahre alt und es wird so langsam Zeit für die dann auch mal unter den Sattel zu kommen. Ihr wisst ja, dass ich mir bei meinen Pferden grundsätzlich immer sehr viel Zeit damit lasse und die nicht so früh anreite. Der Tino zum Beispiel, der ist erst 5-jährig unter den Sattel gekommen und bei der Vinci bin ich ja gerade auch so dran, dass ich den frei reiten kann. So ganz fertig ist der aber auch noch nicht. Ja, und wenn ich zwei Pferde in den Stall holen möchte, ich habe momentan ja 5 Pferde im Stall eingestallt, dann wird das natürlich so auf die Dauer jetzt langsam mal so ein bisschen viel. Das wären dann 7 Pferde im Stall und mal ganz davon abgesehen, dass der Stall auch nicht unbegrenzt Plätze hat und eigentlich auch momentan voll ist und das Ganze ja auch noch ein bisschen Geld kostet, möchte ich halt nach wie vor für meine Pferde alle da sein. Die Pferde, die ich im Stall habe, alle adäquat trainieren und arbeiten und bei 7 Pferden ist das einfach also täglich sowieso schon kaum möglich, außer man ist irgendwie hauptberuflich Bereiter. Also manche Bereiter machen auch 10 Pferde am Tag oder so. Aber es ist schon so, dass ich jetzt bereits bei 5 Pferden im Stall die immer so alle 2 Tage mache. Das heißt, ich mache einen Tag 2 Pferde und am anderen Tag 3 Pferde. Die stehen natürlich den ganzen Tag auf der Weide. Das heißt, die können sich bewegen. Die haben ja auch sonst ihre Offenstelle. Ist nicht so, als würden die irgendwie fest stehen. Aber arbeiten und reiten tue ich jedes Pferd nur jeden zweiten Tag. Und wenn ich mal eine Woche beim Film bin, dann sind die auch eine Woche nur auf der Weide. Da sterben die ja auch nicht von. Aber bei 7 Pferden im Reitstall ist das dann doch ganz schön viel. Und natürlich kriege ich auch mal die Frage, wie ich mir das Ganze denn generell so vorgestellt habe. Und dazu kann ich sagen, dass ich eigentlich gehofft hatte in den letzten Jahren, seit denen ich einen eigenen Hof suche, so einen auch zu finden und die Pferde so, wie sie momentan da sind, also die 11 Stück inklusive der Fohlen, alle mit auf den Hof zu nehmen und erstmal auch so zu behalten. Also ich habe momentan keinen Drang, irgendeins der Pferde abzugeben. Ich habe ja in der Vergangenheit schon mal Pferde auch verkauft, 3 Stück. Das war einmal die Dori, einmal der Granatsplitter und letztes Jahr dann der Quickstep. Da kam eben einfach irgendwann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, die Pferde sind jetzt soweit fertig, ich löse mich emotional davon und ich verkaufe die. Und diese 3 Pferde waren aber auch nicht selbstgezogen. Bei meinen selbstgezogenen Pferden ist es so, dass mein Verantwortungsgefühl da irgendwie höher ist. Das ist natürlich für einen Züchter, auch wenn ich mich nur Hobbyzüchter nenne und kein Züchter bin, der irgendwie nur davon lebt, Pferde zu verkaufen, das ist ja bei mir nicht so, fühle ich mich so, dass ich eben eine gewisse Verantwortung für die selbstgezogenen Pferde habe und die geht eben auch so weit, dass ich das Gefühl habe, ich muss dafür sorgen, dass es denen gut geht und dass es denen auch dauerhaft gut geht und bei einem eventuellen Verkauf ist es halt so, dass ich natürlich nichts mehr in der Hand habe. Das heißt, natürlich sucht man sich immer als Verkäufer den besten Käufer raus, den man finden kann und macht alles nach bestem Wissen und Gewissen. Aber man kann den Leuten auch immer nur vor den Kopf gucken. Das heißt, die können in der ersten Zeit gut mit dem Pferd umgehen oder dem Pferd eine gute Haltung ermöglichen. Und dann kann alles Mögliche passieren. Vielleicht haben sie finanzielle Not oder einen Schicksalsschlag oder einen Unfall oder sie müssen das Pferd weiterverkaufen. Das kann ja alles passieren. Und dann geht es ihm vielleicht nicht mehr so gut, dann kommt es nicht mehr raus oder es wird nicht mehr gut versorgt, nicht mehr gut gefüttert, nicht mehr gut gepflegt. Und da ist es halt so, dass ich bei den Pferden, die ich selbst gezogen habe, irgendwie das Gefühl habe, ich bin daran schuld, beziehungsweise dafür verantwortlich, dass die auf der Welt sind. Das ist ja einfach so. Und dass ich irgendwie auch dafür verantwortlich bin, dass es denen halt gut geht. Das ist auch der Grund, warum ich die nicht nach dem Absetzen verkaufe, so wie viele Züchter das halt machen, um natürlich den größtmöglichen Gewinn dann auch daraus zu schlagen. Ich habe bisher an meinen Fohlen noch gar nichts verdient, weil ich sie alle noch habe. Ist aber auch nicht mein Ziel. Das ist auch der Grund, warum ich sie eben alle selbst aufziehe. Ich möchte, dass sie eine schöne Kindheit, eine schöne Jugend haben, dass die vernünftig aufwachsen, dass die gut gepflegt werden, die Hufe gemacht werden und so weiter. Ich will sie auch alle selbst ausbilden, weil ich finde, dass auch in der Ausbildung sehr viel schieflaufen kann. Und ja, meine Fohlen sind eben so ein bisschen wie meine Kinder. Das ist einfach so. Und deswegen tue ich mich sehr schwer damit, die bislang zu verkaufen.
weil ich das Gefühl habe, dass ich eben die Verantwortung komplett aus der Hand gebe und natürlich dann auch nichts mehr zu sagen habe. Also wenn ich ein Pferd verkaufe, halte ich mich da auch komplett raus. Da könnt ihr auch gerne die Besitzer der bisher 3 verkauften Pferde fragen. Ich mische mich da nicht ein. Also jeder kann da machen, was er will. Ich kann zwar eine Meinung dazu haben und sagen, das hätte ich anders gemacht oder das finde ich gut, aber grundsätzlich bin ich niemand, der sich da einmischt. Finde ich, habe ich auch kein Recht mehr zu. Und wenn ich ein Pferd verkaufe, muss ich eben komplett dieses Gefühl haben, dass ich davon Abstand nehme. Und das habe ich bisher bei meinen aktuellen Pferden bei keinem, dass ich das Gefühl habe, derjenige kann verkauft werden. Ja, da muss ich natürlich schauen, wie es jetzt weitergeht, wenn 2 Pferde eben in den Stall kommen. Und ich habe mir einfach mal überlegt, wäre es denn eine Möglichkeit, ein Pferd erstmal auf Zeit abzugeben? Also nicht komplett aus der Hand, nicht komplett verkaufen, sondern einfach zur Verfügung zu stellen. Und das könnte ich mir schon vorstellen, auch wenn jetzt viele wieder schreien, weil es sehr viele Fälle gibt, wo zur Verfügungstellungen schlecht gelaufen sind. Es gibt aber genauso viele Fälle, wo das gut gelaufen ist. Ich selbst habe auch schon ein Pferd zur Verfügung gestellt, und zwar die Beauty. Ganze 3-mal schon, immer wenn sie keine Fohlen hatte, weil sie dann bei mir keine richtige Aufgabe hatte, weil ich sie ja nicht reite, weil ich zu groß und zu schwer für sie bin. Und ihr ging es immer gut an den Plätzen, wo sie war, aber da ist auch das ein oder andere gewesen, wo ich mir denke, das hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. Aber dafür kann ich das Pferd ja auch einfach dann zurückholen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und das kann ich nicht, wenn ich verkauft habe. Also habe ich mir die Frage gestellt, welches Pferd könnte ich denn mal eine Zeit lang abgeben? Und dazu muss man sich halt fragen, was möchte man denn eigentlich mit den Pferden? Was ist das Ziel? Was macht einem Spaß? Was will man machen und was will man vielleicht nicht machen? Und da bin ich auf 3 Dinge gestoßen, die ich eigentlich gerne mit meinen Pferden mache. Das eine ist Turnierreiten. Das mache ich ja bisher nur mit Solido und damit bin ich auch gut ausgelastet. Die Spanier müssen für mich kein Turnier laufen. Wer eventuell mal für ein Turnier geeignet wäre, ist die Nori, aber die ist ja noch nicht mal angeritten, weil sie in meinen Augen die Voraussetzungen dafür sehr gut erfüllt. Ich reite ja schwerpunktmäßig Dressur. Zwar auch mal das ein oder andere Springen und auch mal die ein oder andere Vielseitigkeit, aber der Schwerpunkt bei mir liegt ja ganz klar in der Dressur und dafür ist die Nori sehr geeignet in meinen Augen. Das ist aber ja noch Zukunftsmusik. Ansonsten reite ich eben gerne Turnier mit dem Solido. Und was mache ich noch gerne? Ich reite gerne auf Messen bzw. Shows, das setze ich jetzt mal so in einen Topf. Dann nehmen wir mal das Pony-Show-Team, das mache ich mit dem Solido und auf Messe reiten zum Beispiel, also entweder für die Messe selbst oder für die Igewelsch, das mache ich auch mit dem Solido. Und der dritte Pfeiler, was ich so gerne mache, das ist die Filmpferdearbeit. Da habe ich ja hauptsächlich den Brego, der das macht, weil der Solido dafür schon fast ein bisschen zu klein ist mit seinen 1,40. Der hat jetzt mal 2 Jobs bekommen, einen letztes Jahr, einen dieses Jahr. Darüber bin ich sehr froh, aber es wird wohl nie die Norm sein, mit so einem kleinen Pony Filmjobs zu bekommen. Der Brego ist da einfach ein bisschen größer. Der Macchiato wäre größentechnisch da auch noch richtig gut für. Da ist aber halt die Frage, ob das alles so funktioniert mit ihm, ob seine Nerven das mitmachen, das muss eben die Zeit zeigen. So, und diese 3 Dinge, also Turnierreiten, Messe, Show und Film, ist auch ein bisschen dadurch begrenzt, dass das Pferd ein gewisses Stockmaß hat. Ich habe ja 3, ich sage jetzt mal größere Pferde und 2 kleinere im Stall. Die kleineren sind Tino und Da Vinci. Ich muss mir halt die Frage stellen, kann ich mir vorstellen, mit einem Tino oder einem Da Vinci mal Turnier zu reiten? Rein theoretisch würde das wohl gehen, aber ich fühle mich ja selber etwas zu groß und zu schwer. Vor allen Dingen auf dem Tino, auf dem Da Vinci eigentlich auch ein bisschen, muss ich sagen. Also ich habe schon das Gefühl, dass die 1,40, die der Solido hat, für mich das Minimum sind an Stockmaß. Ich weiß, es geht auch nicht nur ums Stockmaß, sondern auch ums Kaliber, aber der Solido ist ja kräftig genug. Tino und Da Vinci sind deutlich weniger als ein Solido und ich glaube, dass ich mindestens das Kaliber und das Stockmaß von Solido brauche. Das heißt, Tino und Da Vinci würde ich mir ja eher nicht halten, um aufs Turnier zu gehen. Dann Messe oder Show kann ich im Moment halt wunderbar mit Solido auch machen. Igewelsch sowie Pony-Show-Team oder normale Auftritte auf Messen müsste ich auch nicht mit Tino und nicht mit Da Vinci machen. Und Filmpferdearbeit, das habe ich ja eben schon gesagt, dafür wären die beiden wohl auch zu klein. Das heißt, auf lange Sicht macht es eigentlich den meisten Sinn, wenn ich diese Pferde abgebe, die für mich sowieso zu klein sind. Wie ich auch eben schon sagte, bin ich bisher nicht an einem Verkauf interessiert. Tino sowieso nicht. Also Tino hat bei mir auch einen ganz, ganz besonderen Stellenwert. Das ist mein allererstes selbstgezogenes Fohlen. Er ist jetzt 7.
Der hat ja auch irgendwie eine tolle Laufbahn hinter sich. Der ist gekürt worden, der hat die Hengstleistungsprüfung erfolgreich abgelegt. Der darf sich jetzt Leistungshengst nennen. Das darf man, wenn die Hengstleistungsprüfung mit 8,0 und besser bewertet worden ist. Dieses Jahr kam sein erstes Fohlen. Nächstes Jahr, toi toi toi, hoffentlich zwei weitere Fohlen von anderen Besitzern und so. Und ich bin da ganz, ganz happy mit. Ich habe ihn eingeritten. Er geht Schritt, Trab, Galopp auf dem Platz, in der Halle. Er geht ins Gelände brav. Er ist eingefahren. Also man kann eine ganze Menge mit ihm machen. Und ich könnte mir beim Tino schon vorstellen, ihn mal eine Zeit lang jemandem zur Verfügung zu stellen. Auch wenn es immer ein Risiko birgt, aber dieses Risiko möchte ich eben minimieren, indem es eine Verfügung ist. Und ich dann jederzeit sagen kann, okay, irgendwie funktioniert das nicht. Oder auch die Person, die ihn dann nehmen würde, könnte sagen, es funktioniert zwischen uns nicht oder ich komme mit ihm nicht klar. Und dann kann man das Ganze halt rückgängig machen. Jetzt werden einige vielleicht noch vorschlagen, ja, was ist denn mit einer Reitbeteiligung am Tino? Geht theoretisch auch, nur Reitbeteiligung, so wie ich die kenne, die reiten meistens 2 bis maximal 3-mal die Woche. Und da ich den Tino maximal selber 2-mal die Woche reite, weil ich mich halt als zu groß und zu schwer empfinde für ihn, müsste es eigentlich jemand sein, der 5-mal die Woche macht. Und ob man dann so jemanden findet, weiß ich nicht. Auf mehrere Schultern würde ich das Ganze nicht verteilen wollen, weil ich bin immer ein Freund davon, wenn ein Pferd nicht von so vielen verschiedenen Leuten geritten wird. Das mag ich einfach nicht so gerne. Das heißt, maximal 2 wäre für mich wirklich ausreichend. Ja, und dann müsste man halt jemanden finden, ne, der in meiner Nähe wohnt, der das machen möchte 5-mal die Woche, der auch bereit ist dafür, Geld auszugeben. Und da weiß ich nicht, wie realistisch das ist. Ich glaube, dass es wahrscheinlicher ist, dass man jemanden findet, der das Pferd zur Verfügung nehmen würde. Und da dann auch in meinen Augen jemand, der ein junger Erwachsener ist oder irgendein jugendliches Mädchen. Ich weiß, ich könnte auch ein Junge sein, aber meistens sind es ja Mädchen und keine Kinder. Weil bei einem 1,30 Pony sagen ja die meisten, ach, das ist was für Kinder. Ich muss aber sagen, der Tino ist einerseits ein Hengst, auch wenn er ein sehr braver Hengst ist. Aber das soll natürlich auch so bleiben, dass der brav ist. Also der kriegt von mir auch eine sehr strenge Erziehung. Und er hat gedeckt und ich denke nicht, dass das das Richtige für ein Kind ist und schon gar nicht irgendwie, um reiten zu lernen. Der ist zwar schon 7, aber ich habe den halt auch erst 5-jährig angeritten. Das heißt, der ist erst seit 2 Jahren unterm Sattel und der kann auch noch nicht so viel. Also wie gesagt, Schritt, Trab, Galopp. Ihr könnt euch ja mal mein letztes Reitvideo von ihm anschauen. Und der ist brav im Gelände, aber in meinen Augen braucht er auch selber noch weitere Ausbildung. Also so wie ich ihn einschätze, könnte der auch als super dressurlich gefördert werden. Ich bin mir sicher, dass der den gleichen Weg einschlagen könnte wie ein Solido, nur dass er halt 10 cm kleiner ist. Man könnte auch anfangen, mit dem zu springen. Ich habe das mal ganz spärlich probiert. Also freispringen muss der für die Körung ja eh machen. Aber ich bin ihn auch schon mal von oben gesprungen. So 1-2 Mal. Das macht er auch eigentlich alles ganz gut. Nur da ich mich eben zu schwer fühle, finde ich nicht, dass er dann mit meinem Gewicht auf dem Rücken auch noch über Sprünge gehen muss. Aber wenn eben jemand ihn hätte, der klein und leicht genug ist und der dann auch jeden Tag was mit ihm machen kann, wo er sich sehr darüber freuen würde, der kann auch anfangen, mit ihm zu springen. Sehe ich überhaupt gar kein Problem drin. Und ich glaube auch, dass der wirklich gut wäre. Also ich halte sehr, sehr viel vom Tino. Ich reite den wahnsinnig gerne. Der ist super gelehrig, der ist super rittig. Es macht richtig viel Spaß. Er ist nur einfach für mich zu klein. Und das muss man sich vielleicht auch einfach mal so eingestehen, wie es ist. Ja. Und das ist jetzt so erstmal mein Plan, also ob man eventuell jemanden findet, der den Tino erstmal nimmt. Der Gedanke des eigenen Hofkaufes ist natürlich nicht weg. Genau, da wollte ich euch die Kriterien ja noch sagen, falls jemand mitsuchen möchte. Es gibt 3 wichtige Kriterien für Angebote. Und zwar zum einen, dass der Hof maximal 1 Stunde von Köln entfernt ist. Das ist auch ein sehr wichtiges Kriterium, weil ich immer wieder Anzeigen geschickt bekomme von Höfen in Bayern und in Niedersachsen und in Norddeutschland. Dieses Kriterium ist wichtig. Das liegt daran, dass meine komplette Familie in Köln wohnt und ich nicht so weit von meiner kompletten Familie wegziehen möchte, weil man sich dann einfach weniger sieht. Das ist ja so. Wenn man 1 Stunde entfernt wohnt, denke ich, nimmt man das noch in Kauf, sich auch mal sonntags zu treffen oder so. Aber wenn man schon über 1 Stunde weg wohnt, dann ist das immer eine größere Aktion. Gerade wenn man einen eigenen Hof hat, wo man ja eh nicht so wirklich weg kann, dann macht es das Ganze nur noch schwerer. Deswegen, wichtiges Kriterium, maximal 1 Stunde von Köln. Dann muss eine Wohnmöglichkeit auf dem Hof vorhanden sein, weil ich nicht mir jetzt noch eine Wohnung anmieten möchte und dann immer zum Stall fahren will. Das habe ich ja jetzt momentan auch. Ich möchte schon auf dem Hof dann wohnen bei meinen Pferden. Ich möchte immer da sein. Und das dritte Kriterium ist, dass ich mindestens 3 Hektar Weidefläche brauche. 1 Hektar sind 10.000 Quadratmeter. Das sage ich deswegen nochmal explizit, weil mir viele Leute Anzeigen geschickt haben, wo dann 3.000 Quadratmeter dabei sind. Das ist halt noch nicht mal 1 Hektar, aber sie dachten das, weil sie die Größenordnung nicht kennen.
Also ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter, das heißt, ich bräuchte mindestens 30.000 Quadratmeter. Einmal in Relation, die Wiese, die ich gepachtet habe für meine Stuten, die hat einen knappen Hektar. Und da ich ja noch ein paar mehr Pferde habe, brauche ich halt die entsprechende Fläche. Die drei Kriterien gibt es. Wenn ihr also was habt oder wenn ihr sogar selber was zu verkaufen habt, was noch nicht inseriert ist, schreibt mir gerne. Hier unten in der Infobox findet ihr meine E-Mail-Adresse. Die könnt ihr auch dazu verwenden, wenn ihr mir schreiben wollt wegen Tino, wenn ihr euch das vorstellen könntet, den vielleicht zur Verfügung zu nehmen oder sonst irgendwelche Ideen zu ihm hättet. Wie gesagt, der ist ja auch gefahren. Der könnte rein theoretisch auch als Deckhengst fungieren, wobei ich da immer ein bisschen vorsichtig bin, weil diese ganze Deckgeschichte und so, die ist jetzt auch nicht ganz ungefährlich. Deswegen bin ich immer ganz froh, wenn er das bei uns dann macht und ich das Ganze überwachen kann. Aber gut, es gibt ja nichts, was es nicht gibt und ich bin für alle Ideen offen. Jemand, der ihn zum Beispiel fahren will oder turniermäßig fahren will oder so, das ist auch denkbar. Von daher, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Lust habt, schreibt mir einfach, vielleicht entwickelt sich ja irgendwie was. Und zum Thema Da Vinci werde ich jetzt demnächst noch ein komplettes Video machen, was sich nur um ihn dreht. Da war es jetzt mal 3 Monate ganz ruhig. Das habe ich auch ganz bewusst so gemacht, nach der Körung, dass erstmal Ruhe einkehrt, weil da doch viele hitzige Diskussionen entstanden sind. Und mittlerweile ist mir einiges ein bisschen klarer. Und ich habe auch mittlerweile das Protokoll erhalten nach mehrmaligem Nachfragen. Es war ein bisschen schwierig. Das heißt, ich kann jetzt auch einschätzen, wie gut oder schlecht er auf der Körung war. Ich kann mir über eine eventuelle Kastration Gedanken machen und so. Das würde ich aber komplett im nächsten Video dann oder in einem der nächsten Videos, ich weiß ja nie, was wann online kommt, thematisieren und eben auch noch was darüber sagen, wie das mit ihm so weitergehen könnte. Auf lange Sicht kann man sich dann nämlich auch überlegen, ob man den auch jemandem zur Verfügung stellt. Aber dafür muss natürlich erstmal klar sein, wo die Reise hingeht. Wie gesagt, das gibt's alles im nächsten Video. Ich bedanke mich dafür, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Wenn ich sonst noch irgendwas vergessen habe oder nur angeschnitten habe, schreibt es mir gerne hier in die Kommentare. Ach ja, genau. Und wenn der Flip in den Stall kommt, dann suche ich auch für mindestens ein Jahr noch was, wo der Dylan hin kann. Der soll natürlich noch nicht gearbeitet werden. Der ist erst 2,5. Das heißt, wenn euch da was einfällt, gerne hier im Umkreis. Also es kann auch eine Stunde entfernt sein. Das muss jetzt nicht hier um die Ecke sein. Aber ich würde den nicht gerne nach Brandenburg stellen oder nach Bremen oder nach Bayern, weil ich einfach dann so weit weg bin. Und wenn irgendwas ist, möchte ich gerne auch die Möglichkeit haben, hinzufahren. So. Ganz viele Infos. Wenn ihr mir helfen möchtet, sehr gerne. Ich freue mich darüber. Schreibt mir gerne E-Mails. Zur Not auch Kommentare, aber wenn es wichtigere Themen sind, schreibt mir lieber eine E-Mail. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder, würde ich sagen. Macht's gut. Tschüss.